Es ist vielleicht in zweiter Stelle eine finanzielle Frage. Es ist primär ein Signal an die Welt jetzt im Umfeld des internationalen Wettbewerbs, wo immer härter wird, um zu sagen, hey, wir in der Schweiz, wir sind zuverlässig, wir haben günstige Voraussetzungen, wir schauen überall dort entlasten, wo es geht. Und jetzt fangen wir gerade dort an, wo eben Firmen investieren, neues Eigenkapital machen. Die liegen uns besonders am Herzen, ob klein oder gross, aber das schaffen wir ab. Finanziell ist das nicht die entscheidende Frage, aber das Signal, das wir damit ausgeben, in einem Zeitpunkt, wo international wirklich ein harter Wettkampf losgeht oder losgegangen ist, wäre es gut, wir könnten die abschaffen. Ich glaube, das Wort ist... Ich möchte Ihnen Ihre Frage beantworten. Zu dem, was Sie gesagt haben, wieso wir Beschiss sagen. Ich meine, erstens, Beschisse sind irgendwie 599'000 KMU in diesem Land. Wir haben 601'000 KMU in diesem Land, also überhaupt Unternehmen. 599'000 haben nichts davon. Nicht. Die zahlen nämlich keine Emissionsabgabe. So viel zu dem. Und die Zweiten, die beschissen sind, das sind die normalen Leute. Das habe ich erklärt. Oder? Wir bauen kapitalbasierte Steuern auf und überwälzen alles auf die normalen Leute, auf die, die jeden Tag arbeiten und schauen, dass das Land funktioniert. Und dort sind wir rauf. Und die frei verfügbaren Einkommen belastet. Die sind die Zweiten, die beschissen sind. Drittens, beschissen worden sind Politiker, die damals den grossen Deal gemacht haben und man dann irgendwie mit Vorhalteargumenten, das ist gut für die Stärkung, Wirtschaftsstandort und die Zeiten haben sich geändert. Ja, tatsächlich, die Zeiten haben sich geändert. Oder? Und die Zeiten haben sich geändert, indem das Kapital einfach mit der Bestelliste kommt, bestell, bekommt und man dann sagt, ja, dann tun wir halt den öffentlichen Verkehr auch noch über die Mehrwertsteuer finanzieren. Ja, dann tun wir halt die AV auch noch über die Mehrwertsteuer finanzieren und. Und das zahlt der Normalbürger. Das ist der gesamte Beschiss. Und wir sagen, stopp zu dem Plan. Wir wollen nicht mehr, dass das so weitergeht. Und die Leute sollen sagen, findet ihr das gut, dass wir auf dem Pfad sind, dass nur noch irgendwann Lohn und Einkommen... Aber Sie sagen, das sind vor allem Profiteure, sind grösstenteils Internet.